Unter den letzten beiden Videos habt ihr mir eure Ideen preisgegeben, welche Content-Ideen ihr habt, beziehungsweise wie ich die nächsten Videos so aufbauen soll. Und ja, welche Ideen das alles sind, das erfahren wir gleich nach dem Intro. Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder der Scryfiles. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2D auf dem Server Ruby. Und ja, ich habe ja eben schon angesprochen, dass ich in den letzten zwei Videos mal euch gefragt habe, wie ihr euch die nächsten Videos so wünscht, beziehungsweise was denn eure Wünsche wären, wie ich die Videos gestalten könnte hinsichtlich des Contents. Und ja, ich fasse das jetzt mal alles ganz schnell, kurz und knapp zusammen. Was tatsächlich am häufigsten genannt wurde, war oh, zur Überraschung, die Yohara-Reihe bzw. Guides und Runs. Fand ich jetzt ziemlich überraschend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele von euch da die Yohara-Reihe fortgesetzt haben wollen. Das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Da werde ich dann auch eventuell einen richtigen Schlangen-Guide-Run auch mal demnächst machen. Ich werde auf jeden Fall auch den schweren Alastor demnächst mal zeigen und ich werde die Yohara-Reihe definitiv weiterführen. Da werde ich auch ein paar Guides nochmal zu machen. Ich werde das dann auch ein bisschen anders machen wie das letzte Mal. Also die alten Folgen werden natürlich bleiben. Die Maps werde ich jetzt nicht nochmal abklappern, aber ich werde dann auch dahin gehen und werde dann ein bisschen aktiver das Ganze gestalten. Dann wollten ein paar von euch haben, dass ich die Carbon-Angel versus die normale Angel vergleiche. Kann ich natürlich auch mal machen. Werde ich mich wahrscheinlich einfach mal in so ein Angel-Event hinstellen und einmal mit Carbon-Angel und einmal mit normaler Angel das Ganze mal so ein bisschen vergleichen. Man weiß ja, dass die Carbon-Angel besser ist, aber wie viel besser sie ist, ja, das lässt sich immer nur vermuten. Dann als Vorschlag gab es sogar noch, dass ich alle Quests machen soll. Uff, okay, werde ich vielleicht in Angriff nehmen, vielleicht werde ich es im Livestream machen, mal gucken, dann mit dem Lykaner den Drachen solo buttern, okay, ist eine sehr schöne, ein sehr schöner Vorschlag, kann ich auch machen, habe ich auch sowieso vorgehabt, aber ich hatte das eigentlich eher so in den Hintergrund gestellt wegen dem Schlangenbogen, aber das werde ich jetzt auch demnächst mal angehen und ja, dann gab es noch so kleinere Vorschläge, irgendwie mal so ein bisschen Autojagd testen, bisschen die Monsterkarten so by the way farmen und vielleicht auch so ein bisschen auf den Eventkalender nochmal eingehen. Ja, die ganzen Vorschläge, die werde ich jetzt in meinen Content bzw. in mein Vorhaben in den nächsten Monaten mit einbringen. Ich werde versuchen, das immer so ein bisschen peu à peu zu machen, weil die Monsterkarten, also ich werde jetzt kein Video machen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten lang nur Monsterkarten farmen bzw. die Ergebnisse von Monsterkarten zeige. Das werde ich nicht machen. Ich werde dann immer wieder so kleine Clips einbauen und die Videos so versuchen, möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Bin auch ein bisschen hyped, muss ich sagen. Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub und dementsprechend habe ich auch wieder ein bisschen Bock, hier mal wieder ordentlich rein zu grinden, ein bisschen mehr Metin zu zocken und dann wieder, ja, die pure Nostalgie zu erleben, sage ich jetzt mal. Ja, die Livestreams werden demnächst auch wieder ordentlich reinschallern, da werde ich auch wieder viele Livestreams machen, mindestens 4-mal die Woche werde ich einen Livestream machen, wenn nicht sogar 5-mal, also da habe ich wirklich viel vor und ich bedanke mich natürlich bei allen, die Vorschläge so fleißig eingereicht haben und ja, wie schon gesagt, ich werde die auf jeden Fall berücksichtigen. Dann wählen wir jetzt als nächstes mal den YouTube-Gewinner bzw. den Giveaway-Gewinner. Den werden wir jetzt mal, ja, erlosen, was auch immer. Und ja, wir starten jetzt mit dem ersten, also mit dem ersten Giveaway-Paket, was der gute Juligo uns gesponsert hat. Da wählen wir jetzt mal aus. Mal gucken, wer hier gewonnen hat. Es sind insgesamt 5 Bewerber. Der gute Bushi hat gewonnen, beziehungsweise Respect the Drip. Ich werde dir das Ganze gleich ins Postfach schicken auf dem Server Chimera. Einfach dann in dein Postfach schauen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wählen wir mal ganz kurz den zweiten Gewinner noch aus. Und das ist der gute Diabolos. Ja, schaut auf jeden Fall in eure Postfächer nach. Ich werde euch das gleich schicken. Und ansonsten, ja, danke fürs Mitspielen. Viel Glück beim nächsten Mal. Ja, ansonsten war es das auch schon mit diesem kleinen Video hier. Hier sehen wir jetzt übrigens den letzten Clip, den ich aufgenommen hatte, jetzt nach dem Urlaub. Also das ist wirklich die letzte Aufnahme, die existiert und damit sind wir in der Gegenwart angekommen. Und ich habe einfach 8 Metin-Steine in den Schlangenhandschuh reingeswitcht. Den kann ich nicht weiter drehen. Da wollte ich eigentlich einen Blitzboni drauf haben, aber egal, den lasse ich jetzt definitiv so und versuche den zu verkaufen. Also wenn ihn jemand haben möchte, einfach melden. Ihr wisst, bei mir kann man immer ein bisschen verhandeln. Ja, das war es auch schon zu diesem kleinen Video. Ich wollte das Video jetzt nicht unnötig strecken.
Ab sofort geht dann wieder der neue Content bzw. das neue Content sammeln los. Das kann jetzt auch mal gut und gerne ein, zwei Wochen dauern. Da bitte ich euch natürlich um ein bisschen Nachsicht, weil ich habe gar keinen Content mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich wieder reinkomme ins Spiel, dass ich wieder hier reingrinde und so. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich demnächst im Livestream. Haltet die Daumen, bzw. haltet die Ohren steif, Leute. Wir sehen uns. Ich bin raus. Peace.